Johann, Leute, hier ist es, diesen Aufzug. Hier habe ich mal früher übernachtet, vor 5 Jahren ungefähr. Und ich glaube, diesen Aufzug kann ich mich erinnern. Ich glaube, es wurde neu gemacht oder sowas. Das ist von, Schmidt und Sohn wahrscheinlich. Ich glaube, dieser Aufzug wurde modifiziert. 2017 wurde modifiziert. Früher mal in Schindler. Früher hat man den gefilmt. Dieses Video wurde leider gelöscht, weil von einem alten Teletrauschnass gefilmt. Der wurde leider gelöscht. So, Leute. Heute ist eine Vorzugsfahrt. Ich werde noch eine kurze Information zur Vorzugsfahrt. Weil eine Vorzugsfahrt mag ich meine Hotels nicht. Nur weil ein Hotel und kein Häuser mag keine Vorzugsfahrt. Nur weil ein Häuser nur Gebäude und Herzenhäuser. Das kann ich mich nicht erinnern, glaube ich. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Lastenaufzug. Ich bin erstmal ein bisschen sich rumlaufen, ein bisschen anschauen. Das ist, glaube ich, gerade verlaufen. Erinnern, glaube ich. Und so, das war die Suchte, war richtig schön, als ich überdachte dann. Und dann hat die schöne Aussicht hier. Das ist das Treppenhaus. Und dann gibt es auch ein Hochhaus. Hoffentlich dürfen wir dort mit dem Aufzug fahren, vielleicht. Wenn die es erlauben. Und ja. Jetzt gehen wir zum Aufzug. So, wieder runter. Wir haben noch eine Fahrt. Ja, und die Anzeige ist blau. Sehr, und diese Anzeige ist auch mein Nutzaufzug in Hamburg. Gibt es sowas, diese Anzeige noch? Mein technischer Aufzug sind Linz und Hasten. Die sieht aus wie ein 2S aus München. Ja, dieser Aufzug heißt technischer Aufzugdienst J. Haske, TAT. Wenn man zwei Dreiecke anschaut, dann sieht man zuerst 2S Aufzugdienst. So Leute, jetzt ist auch wieder ein kleines Problem. Mein Speicherplatz war schon wieder voll. Den muss ich erstmal ausleeren. Hoffentlich klappt es jetzt. Das war zum Erdgeschoss. Und ja, das tut mir wirklich leid. Weil das jetzt von alleine abgeschaltet. Und ja. Deswegen tut mir wirklich leid. Und hoffentlich müsste jetzt gut klappen. So Leute, das war's. Das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, bleibt gesund, ihr Elevator-Fan.